Heute war ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Bad Gassen passiert, in der Straße am Butterborn. Es waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein 24 Jahre alter Fahrzeugführer aus Bad Gassen ist mit seinem PKW in Richtung Werbeln gefahren, ist vermutlich im Rahmen einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ist in Schleudern gekommen, hat sich gedreht, ist mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Die Person war im Auto eingeklemmt gewesen, musste von der Feuerwehr mit Rettungsschere befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Person war an der Örtlichkeit schon sehr schwer verletzt gewesen. Man konnte sehen, dass er sehr schwere Kopfverletzungen hatte. Wurde ins Klinikum verbracht nach Saarbrücken und um 16 Uhr hat man dann mitgeteilt, dass die Person im Klinikum dann verstorben ist. Der andere Mann war 51 Jahre alt, kommt aus Rheinland-Pfalz, aus dem Ort Windrich. Es war ein Weinhändler, deswegen sind auch jede Menge Weinflaschen dort noch kaputt gegangen. Der hatte eine Verletzung im Halsbereich, ich gehe mal davon aus, HWS-Syndrom. Und die weiteren Verletzungen müssen im Krankenhaus noch festgestellt werden, aber er war auf jeden Fall nicht lebensgefährlich verletzt. Das muss man dann noch feststellen, wie die weiteren Verletzungen, was das Verletzungsbild ergibt. Stoppe!